Nein, also so ist das selbstverständlich nicht. Diese unnatürlichen, hellen, keramikweißen Zähne sind ein typisch amerikanisches Phänomen. Meistens sind diese Zähne mit Veneers auch versorgt. Bei uns in Europa werden die Zähne natürlich aufgehellt. Das heißt, das Ziel ist es, den natürlichen Urzustand wiederherzustellen. Also die Zahnfarbe ist am Zahnhals immer leicht dunkler und nach unten zur Schneidekante wird es leicht transparenter. So sieht der farbliche Aufbau eines natürlichen Zahnes aus. Der ist nicht von oben bis unten komplett einfarbig und genau so hellen wir den Zahndorn auch auf. Also es bedeutet, er ist nicht hinterher Schnee- oder Keramikweiß und auch nicht von oben bis unten durchgehend einheitlich weiß. Der ist halt natürlich aufgehellt und aufgefrischt in seiner Natürlichkeit.